Hallo und willkommen, liebe Waage. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Wochenbotschaft hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Janina und ich lege jede Woche für euch die Karten und schaue in die kommenden 7 Tage von Montag bis einschließlich Sonntag. Ja, leg dich zurück, mach was immer du gerne tust, wenn du Tarotbotschaften schaust. Vielleicht ist es ja auch deine erste, je nachdem. Wir starten mal hinein. In meiner letzten Wochenbotschaft hatte ich für dich als Spoiler-Energie den Hierophanten. Das heißt, in der Energie des Hierophanten beginnst du diese Woche. Der Hierophant ist im Tarot unser Lehrmeister. Jemand, der uns ein Stück weit den Weg weist. Der uns hilft und unterstützt, Lektionen zu lernen, damit wir spirituell wachsen, damit wir weiterkommen. Das heißt, du könntest zu Anfang dieser Woche das Gefühl haben, dich entwickelt zu haben, dass du mitten in einem Entwicklungsprozess bist oder dass du gerade schon die nächste Stufe erreicht hast. Wir gucken mal rein, was hier so die allgemeine Wochenenergie ist, wo dann am Montag dein Fokus liegt und dann gehen wir mal in die anderen Tage. Wir starten mit dem Tarot. Ich mische mal die Kärtchen und schaue mal, was euch so begleitet, liebe Wagen. Ich nehme wieder das Mystic Palette Tarot von dem Ciro Marchetti oder Ciro Marchetti, glaube ich. Das ist es, das sind die Karten. Wunderschön, verlinke ich euch. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Zu Beginn als Überschrift sozusagen, dein Hauptthema ist das Rad des Schicksals. Und ich kriege doch schon wieder Gänsehaut, Leute. Rat des Schicksals ist die Karte der Erneuerung, der Erweiterung. Also hier wird etwas verändert. Ein Richtungswechsel steht an. Ich habe gerade noch gesagt, ne, zu Beginn der Woche ne, mit dem Hierophanten könntest du das Gefühl haben, dass du dich in einem Entwicklungsprozess befindest oder dass du eine Entwicklung vollzogen hast. Ja, dann ist natürlich das Rat des Schicksals passender denn je. Montag haben wir den Wagen in Kombination mit dem Page der Stäbe. Am Dienstag geht es weiter mit den 10 der Stäbe. Mittwoch haben wir die 9 der Kelche. Donnerstag die Königin der Schwerter. Am Freitag den Turm. Samstag den Page der Schwerter. Und am Sonntag haben wir die 5 der Münzen. Ich glaube, ihr seid jetzt das dritte Sternzeichen, die Woche mit den 5 der Münzen abschließen. Das ist verrückt. Unterm Deck zeigt sich die 6 der Schwerter. Die 6 der Schwerter ist dann deine Energie für die dann folgende Woche. Bei den 6 der Schwertern geht es darum, etwas hinter sich zu lassen. Ne? Sorgen, Gedanken, die man sich gemacht hat, nun der Vergangenheit angehören zu lassen. Okay, ja, das Rad des Schicksals, dein Thema der Woche, alles steht auf Veränderung, auf Kursänderungen. Wir gehen mal weiter. Ich habe mir das Orakel, dein schamanischer Traum von Alberto Villoldo und Colette Baron Reed geschnappt und würde gerne mal wissen, was so hier dein Unterbewusstes uns flüstert. Was ist so deine unterbewusste Aufgabe diese Woche? Das unterbewusste Wissen. Und da haben wir es schon. Beschaffenheit des Geländes, Weisheit der Ahnen. Ja, es passt auch wieder zur Lernaufgabe, die wir haben die Woche. Die Nummer 34 haben wir als Hinweis, die steht in der großen Arkana für den Wagen. Der Wagen bringt, ne, wie wir uns das vielleicht alle vorstellen können, selbst wenn wir noch nichts mit Tarot zu tun haben, Dinge ins Rollen. Hier kommt etwas ins Rollen, hier kommt etwas in Bewegung. Mit der Beschaffenheit des Geländes der Weisheit der Ahnen geht es auch um Lektionen, die du gelernt hast. Und deswegen sagte ich gerade, es passt so zum Hierophanten, ne? Und aber auch zum Rat des Schicksals. Du hast eine Lektion gelernt und was sehe ich da? Da liegt noch eine zweite Karte drunter. Ha! Wow! Stark, Leute. Da liegt eine zweite Karte drunter. Und das Spannende ist, Auge des Kondors, sich über ein Hindernis erheben. Ich habe das Gefühl, ein Hindernis, welches in der Vergangenheit für dich noch ein solches war, darf nun beseitigt werden. Leute, normalerweise, ich ziehe immer nur eine Karte und ich habe nicht gesehen, dass sich diese Karte mit darunter geschummelt hat. Böse Karte. nein, aber hier geht es wirklich darum, dass etwas, wo du in der Vergangenheit blockiert warst, was du dir vielleicht nicht eingestehen wolltest, etwas, wo du gesagt hast, nee, das geht nicht, das kann ich nicht, darf durchbrochen werden.
Es darf durchbrochen werden. Die 18 haben wir den Hinweis auf die große Arkane, auf die Mondkarte. Bei dem Mond geht es um Tiefe, um eine Illusion, die wir uns aufgebaut haben. Ängste und Sorgen, ne, etwas, was uns blockiert hat im Sein, dürfen nun der Vergangenheit angehören. Stark. Ich nehme doch jetzt mal direkt aus lauter Motivation wieder einmal ein Einhorn, die Magie der Einhörner, das Orakel von Diana Cooper. Und daraus werde ich dir jetzt ein Einhorn ziehen, welches dich hier unterstützt. Das Einhorn ist wie ein bester Freund, was dich im richtigen Zeitpunkt unterstützt, nach vorne schiebt, pusht, wie auch immer. Wir schauen mal eben rein. Höre auf dein Herz, wecke außersinnliche Fähigkeiten, stimme dich auf das Unendliche ein. Wir haben auch hier die Nummer 7, ne, hatten wir schon bei deiner großen, bei deiner Karte hier, Beschaffenheit des Geländes, bei der Orakelkarte. Auch hier den Wagen, Hinweis auf das Sternzeichen Krebs. Vielleicht hast du es auch mit dem Krebs zu tun, ein Krebs, der dich unterstützt oder den Krebs selber in deinem Horoskop. Schau gerne auf dein Mondzeichen, deinen Aszendenten, die Venus, oder vielleicht bist du ja auch vom Sonnenzeichen Krebs und guckst die Waage, das Waage-Video. Aufgrund des Mondzeichens machen auch einige, habe ich schon viel in den Kommentaren gelesen, dass viele sich auch ihre anderen Videos anschauen. Das finde ich natürlich mega. Also in dem Sinne, toi, 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 kann ich empfehlen, weil gerade Mond, das Mondzeichen ist ja das Zeichen, was unsere Gefühle, unsere Emotionen und auch die Beziehung zu anderen Menschen widerspiegelt. Wie leben wir Beziehungen? Wie fühlen wir Beziehungen? Ne? Für mich sogar fast noch ein Stück weit identischer zu meinem Charakter als mein Sternzeichen. Ne, ist so meine Erfahrung tatsächlich. Ja, höre auf dein Herz, höre auf dein Herz. Welches Hindernis darf überwunden werden? Wo ist es Zeit, eine schicksalhafte Veränderung vorzunehmen? Wo darfst du altes Wissen mit in die Gegenwart und in die Zukunft nehmen? Stark. Okay, ganz viel Bewegung für die liebe Waage. Dann gehen wir jetzt mal rein in die Woche. Am Montag haben wir... Leute, wie soll es anders sein, den Wagen? Ne, habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, aber irgendwie habe ich es nicht so aktiv wahrgenommen. Aber der Wagen am Montag, ne, also auch hier schon Bewegung, und der Page der Stäbe lädt dich auch ein, etwas zu bewegen, etwas voranzubringen, etwas voranzutragen. Ich kläre das mal mit dem Lenormand, da nehme ich wieder das Beginner-Lenormand von dem Angelina Schulze Verlag und kläre mal im Weltlichen die Situation. Ab. Das waren jetzt doch ein bisschen zu viele Karten. Gefallen oder gezeigt hat sich aber auf jeden Fall der Berg. Der Berg steht für Blockaden, für Hindernisse. Hier darfst du aus einer Blockade dich hinaus bewegen. Ne, eine Blockade, unterm Deck haben wir das Schiff. Ne, also etwas, was für dich Sehnsucht bedeutet. Ein sehnsuchtsvolles Ereignis. Eine Person, zu der du dich sehr hingezogen fühlst. Ne, also etwas, wo es lange Zeit eine Distanz zugegeben hat, eine Distanz aufgrund von Bindungen, eine Distanz aufgrund von Gefühlen oder auch von Kontinenten. Man hat auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt, ein Ziel, welches sich nicht verwirklichen ließe, weil du dich nicht getraut hast. Ne? Kann auch ein Projekt, eine neue Arbeitsstelle sein. Okay. Dann haben wir am Dienstag die 10 der Stäbe. Da musst du ein bisschen aufpassen, weil bei den 10 der Stäbe hat man auch schnell die Überforderung. Ne, man geht so über sein Limit, man geht so über alles hinaus. Und dazu haben wir den Mond. Ne, steht im professionellen Bereich für die Anerkennung. Also bitte nicht aus Anerkennung heraus über dein körperliches Maß gehen. Ne, du könntest hier dazu geneigt sein, dir zu viel aufzubinden an Verantwortung, ne, an To-Dos. Ne, was muss noch erledigt werden? Und du bist der oder die Erste, die sagt, hier, hallo, ich mache das. Ne, da bitte pass gut auf dich auf. Hintergrund, die Fische, ja, Geld spielt eine Rolle, der Herr, Aktivität und der Schlüssel. Ja, in der Vergangenheit hat sich bewährt, dass wenn du aktiv bleibst, aktiv und zuversichtlich und auch das Vertrauen in dich selber steckst, dass das die Lösung ist, die Lösung auch, um zum Beispiel an mehr Geld zu bekommen und deine Gelder, Finanzen wachsen zu lassen. Aber bitte, 10 der Stäbe, damit ist nicht zu spaßen, pass gut auf dich auf. Dann haben wir am Mittwoch die 9 der Kelche. Bei den 9 der Kelchen geht es darum, Glückseligkeit zu fühlen, ne? Dass du hier in irgendeiner Form ein Angebot bekommst, eine Einladung. Ne? Ich kriege dich emotional sehr stabil rein, Mitte der Woche. Also irgendwie könntest du die Welt umarmen. Und Hintergrund haben wir das Haus, es könnte deine Familie betreffen, allgemein auch dein Privatleben. Also privat hast du hier die absolute Fülle im emotionalen Bereich. Hintergrund wieder den Schlüssel, den Sarg
Und den Bauch. Ja, du hast ein Ende geplant in der Vergangenheit, ein Ende, ein Stillstand. Dieses Ende hat dir an Selbstsicherheit und Zuversicht gebracht und mit dem Haus, ja, nun auch die Stabilität, ne, das feste Fundament, was es nun zu feiern gilt. Möglicherweise hast du auch einen Grund zum Anstoßen. Donnerstag die Königin der Schwerter. Das ist deine eigene Königin, die steht für Klarheit, Kommunikation und Fokus. Diesbezüglich ist der Herr gefallen, das heißt, es könnte mit einer anderen Person zusammenhängen, wo du nun klar in die Kommunikation gehst, wo du für dich einstehst, wo du deine Wahrheit aussprichst. Der Herr steht aber auch für die Aktivität, das heißt, du wirst aktiv, du gehst aktiv auf jemanden zu, um Dinge zu klären, um Dinge anzusprechen. Hintergrund der Fuchs. Die Vögel, die Dame. Ja, du warst in der Vergangenheit passiv, hast möglicherweise dir selber oder der anderen Person auch etwas vorgemacht, hast dich durch andere nervös werden lassen. Die Vögel stehen für eine gewisse Nervosität. Damit ist jetzt aber Schluss. Du stehst zu deiner Wahrheit, du stehst zu deinen eigenen Worten. Chapeau. Ich habe sowieso das Gefühl, bei euch Wagen sind die Legungen momentan echt sehr, sehr stark, sehr intensiv. Und auch mit viel Glückseligkeit verbunden. Sehr schön. Freitag der Turm. Der Turm ist der Zusammenbruch. Dazu fallen die Wege. Es gibt eine Option, es gibt eine Entscheidung. Diese Entscheidung könnte für dich aber auch eine Alternative bedeuten. Das heißt, es könnte nicht dein ursprünglicher Plan, dein ursprüngliches Vorhaben darstellen, aber ein Durchbruch. Ein Durchbruch in einer Situation. Hintergrund die Fische. Den Schlüssel und den Baum. Es geht um deine persönliche Weiterentwicklung. Mit dieser Weiterentwicklung warst du zuversichtlich, weil du in der Vergangenheit gesehen hast, dass dir das mehr Geld eingebracht hat. Zum einen, also es würde dir mehr Geld bringen. Zum anderen aber auch eine Vertiefung, wenn du eher auf die emotionale Seite schaust, ne? Es könnte sich ja etwas vertiefen. Dein Wissen könnte sich vertiefen oder auch Gefühle. Das war die Annahme, die du in der Vergangenheit hattest. Nun gibt es hier aber eine Alternative, eine andere Lösung, die für dich diesen schlussendlichen Durchbruch bringen darf. Am Samstag haben wir den Page der Schwerter. Der Page ist ja nicht unbedingt der Aktive. Der Page bringt ja Dinge nur ins Rollen. Aber ne, aktiv wird dann der Ritter und der König und die Königin bringen das Ganze dann in die Vollendung. Mit dem Pagen der Schwerter habe ich wieder das Thema Kommunikation und Ideen. Du könntest hier über ein gewisses Risiko nachdenken, könntest darüber nachdenken, etwas zu sprechen, zu kommunizieren. Das äußert sich hier mit dem Kreuz. Das Kreuz steht auch für Hindernisse, für Belastungen. Etwas, was dich belastet. Du überlegst, ein Gespräch zu führen. Dieses Gespräch belastet dich aber. Hintergrund schon wieder der Schlüssel. Also es ist ja wirklich, ja, die Mäuse und die Hand. Also mit der Hand ging es um das Thema Verantwortungsbewusstsein, Verantwortung übernehmen, sich aber auch die Hand zu reichen. Ängste haben eine Rolle gespielt und mit dem Schlüssel wieder das Thema Selbstsicherheit, Zuversicht. Es könnte sein, dass du dieses Gespräch lange hinausgezögert hast. Dieses Gespräch, diese Worte, die jetzt fällig sind, die wurden lange herausgezögert, weil du dachtest in der Vergangenheit, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Mit den Mäusen könnten dich Ängste geplagt haben, Ängste, die dich zurückgehalten haben, dieses Gespräch zu suchen oder diese Worte für dich auszusprechen, diese Wahrheit zu leben. Ne, nun belastet dich das Ganze. Du hast es zu weit hinausgeschoben und es belastet dich und du überlegst nun doch aktiv, ne, in die Kommunikation zu gehen. Ich schaue nur mal hier auf die kommende Woche, wo wir die Sechs der Schwerter haben, wo es darum geht, etwas hinter dir zu lassen. Am Sonntag die Fünf der Münzen, wie viele andere Sternzeichen auch. Ich kann es nur wiederholen. Bei den Fünf der Münzen ist das auch so ein weltlicher Mangel. Ne? Also in irgendeiner Form könnte es sein, dass du das Gefühl hast, etwas reicht nicht, etwas ist nicht genug. Es könnte auch Selbstzweifel sein, dass du denkst, du bist nicht genug. Dazu haben wir die Flügel und das Klee. Das Klee steht für eine gute Phase, eine gute Zeit. Die Flügel für den Schutz. Die Karten wollen dir sagen, du bist nicht so im Mangel, wie du denkst. Du bist beschützt, du bist auf dem richtigen Weg. Und du musst diese Lektion des Mangels jetzt einmal lernen, damit du das Glück wertzuschätzen weißt. Hintergrund ist der Sarg, der Bauch. Und der Reiter, ja, mit dem Sarg habe ich einen Stillstand, ein Ende, mit dem Bauch langfristige Pläne und mit dem Reiter eine Chance, ein Angebot, etwas, was auf dich zugekommen ist.
Na, also hier habe ich so die Energie davon, dass, ja, dass das eine Chance, die du ergreifen wolltest, ne? Die hat hier möglicherweise funktioniert, hat hier etwas nicht so funktioniert im Weltlichen, aber die Karten sagen, es ist Glück, mach dir keine Sorgen, wenn etwas nicht funktioniert, funktioniert es in der Regel für und nicht gegen dich, weil dann etwas Besseres auf dem Weg zu dir ist, okay? Also bitte verzweifle nicht. In dem Sinne, liebe Waage, ich hoffe, diese Legung kann dich begleiten für die nächsten 7 Tage. Schau dir das Video gerne auch noch mal Ende der Woche an, um zu gucken, wie weit du resonieren kannst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass es dich gibt. Wenn du magst, lass mir gerne ein Gefällt mir, einen Kommentar oder auch ein Abo da. Und solltest du mal interessiert sein an einer persönlichen Legung, weil du einen bestimmten Bereich mal vertieft gelegt haben möchtest, dann schau einfach in die Kommentare. Da habe ich meine Website verlinkt, auf der du dann Legungen buchen kannst. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf, deine Janina. Tschüssi.